Es ist wieder Schnickschnack-Zeit! Schnickschnack! Schnickschnack! Hatte, siehst du, da war der Satz vorbei. Ja, Christian ist verhindert, der macht Sachen. Und endlich. Deswegen, also Sachen. Der macht coole Sachen. Und deswegen habe ich mir den Klim eingeladen und den Early Boy, weil hallo, die haben hallo. Nichts Besseres zu tun bei dem schlechten Wetter, als zu Hause zu sitzen und mit mir eine Episode Schnickschnack aufzunehmen. Bevor wir anfangen, ganz schnell zwei Sachen, bevor ich es vergesse. Erstens, ich habe gesehen, wir haben noch 15 Beta-Codes über zu Heroes of Might and Magic 7.6, dem neuesten halt, das jetzt da rausgekommen oder bald rauskommt. Aber da haben wir noch Beta-Codes. Wenn ihr spielen wollt, unten ist ein Video von Klim verlinkt und unten im Video von der Beschreibung von Klim findet ihr die Beta-Codes. Viel Spaß dazu. Das wusste Klim noch nicht, aber jetzt weiß er's. Und wenn ihr schon da seid, dann guckt bei Klim auch mal ein, zwei Videos an, weil das lohnt sich. Und eine andere Sache ist, um 18 Uhr ist bei Musician ein großer Pizza-Nackt-Stream. Schaut da auch unbedingt vorbei. Link findet ihr jetzt hier auch noch im Video eingeblendet. Also quasi jetzt ist auch noch Livestream-Zeit. Ach, das geht noch heute online? Das geht in 30 Minuten online, ja. Ah, cool. So, sehr schön. Wir haben vier wunderbare Projekte. Und das erste, da musste ich an Early denken, denn der Early. Wieso? Man kennt es ja. Der Early, der duscht immer sehr lang und sehr intensiv. Und der hat eine Wasserrechnung, das Early gibt duscht? Es nicht. Ja, manchmal duscht er. Also der duscht einmal im Jahr und dann sehr intensiv. Ja, einmal im Jahr, kurz vor der Gamescom. Noch einmal duscht. So rochst du aber nicht. So. Und mit der wunderbaren Erfindung Nebia Shower verbrauchst du 70% weniger Wasser. Wir können uns ja mal so das Video zusammen anglotzen. Okay. Da haben schon die Chefs von Google mit rein investiert. Tim Koch, Tim Koch. Tim Koch von Apple. Wer kennt ihn nicht? Tim Koch. Tim Koch hat da auch mit investiert in dieses Ding. Das ist quasi eine Duschbrause, die aber eher so einen feinen Sprühregen, sag ich mal, raushaut und nicht so einen richtigen Wasserstrahl. Oh Gott. Also, ja, und das verbraucht halt weniger Wasser, sagen die dadurch. Und das soll total geil sein. Und es geht auch durch alle Medien gerade durch. Und deswegen, damit schützt man die Umwelt und Co. Und damit sollt ihr euch jetzt abduschen mit dem Ding. Ja, dann gib her das Teil. Ja, dann schmeiß mal rüber. Wie lang duschst du denn, Early? So 3-4 Stunden schon. Alter, wie lang duschst du denn? Wobei, ich muss auch zugeben, ne? Ich komme da auch teilweise nicht mehr raus aus der Dusche, wenn ich da einfach nur so hänge. Ja, das würde ich auch gern tun, aber ich dusche immer morgens vor der Arbeit oder Uni und dann habe ich keine Zeit. Dann dusche ich 20 Minuten oder so. Da kommt, ich weiß nicht, ob ihr das Video auch anhört. Ich sehe das gerade. Schöner Sprühgedöns raus und die sagen. Die können auch, die Kamera ruhig ein bisschen weiter runter tun, ne? Tun. Und die sagen auch irgendwie, ja, das fühlt sich auch viel schöner an der Haut und so weiter. Weiß nicht, ob das jetzt stimmt, aber das ist halt dadurch so sanft und rrr. Ich glaube, dass das gar nicht doof ist, ehrlich gesagt. Also ich finde das gut, wenn man auch noch eine Möglichkeit hätte, dann umzuschalten. Das glaube ich hast du nicht. Also du meinst so heute will ich nicht Öko und dann kommt da so ein riesiger Wasserstrahl so ein Boah! Nee, also wenn du dir die Haare so einschamponierst, ja, und du stehst dann da drunter, dann kommt da so ein Sprühregen und du musst eine halbe Stunde runterstehen, nur damit der Schaum abgeht, dann ist der ganze Effekt ist ja schon wieder dahin, weil du dann ja länger duscht, weil du länger brauchst. So, wenn du das dann ist, auf den Knopf drücken würdest. Das ist eigentlich mal eine gute Frage, ehrlich gesagt. Ja, wenn du dann auf den Knopf drücken würdest und dann kommt wieder normal runter, dann, ne? Ja, ja. Stimmt, wenn man so richtig sich einschamponiert hat, kann das ein bisschen nerviger sein, oder? Das Zeug dann wieder rauszukriegen. Ja, also vor allem, wenn du so einen Conditioner hast, der drin sein muss. Ich glaube, das kann man nicht umstellen. Ich habe da jetzt nichts zu gelesen gehabt, dass das geht. Also vielleicht geht das doch und ich bin nur zu doof zum Lesen. Ich meine, das erste Mal. Ja. Aber hast du gesehen, dass das, wenn du runterscrollst, die Bilder, da gibt's auch noch so, das kommt nicht nur von oben, sondern auch von der Seite halt, ne? Die von der Seite. Oh, ja. Ja, wenn du runterscrollst, da ist auch noch an der Seite so eine Düse. Upgrade, oder? Genau. Das ist zusätzlich. Dann hast du so ein bisschen, wie heißt das, so ein Duschen? Ihr kennt doch diese, weiß nicht, bestimmt schon mal im Baumarkt gesehen, diese Duschkabinen, wo überall so Düsen sind und auf allen Seiten einsprühen. Ja, das ist cool. Das stelle ich mir ganz geil vor, ehrlich gesagt. Ja, da würde ich auch gerne mal duschen. So mitten im Baumarkt. Mitten im Baumarkt, ja, das kenne ich. Ich hab auch oft mal das Problem gehabt, dass ich müsste jetzt ganz gerne auf Klo und ich laufe dann immer bei dieser Sanitärabteilung vorbei und denke mir immer, Dann stellst du dich einfach in den Baumarkt in die Dusche und lässt laufen. Gut, das meinte ich jetzt zwar nicht, aber ja. Okay. 2,6 Millionen Dollar haben die schon gesammelt. 11 Tage läuft das noch. Und so eine Duschding kostet $249 in der Early-Bird-Variante. Und der richtige kostet Early-Boy-Version, ja. 279. Retail soll $3,99 kosten. Da unten hast du auch so einen Aquarium-Vergleich mit dem Wasser, ne? Finde ich auch ganz interessant. Ich glaube, ich kaufe so ein Ding sogar. Aber die sind schon alle weg, ne? Keine Chance mehr, oder? Die Early-Dinger sind weg. Ja, aber die danach doch auch schon, oder? Alle weg? Nö. Alle weg? Nee. Alle weg? Never. Achso, die, nee, stimmt, die normalen Single, die kriegt man noch. Ich glaube, da bin ich dabei. Ich glaube, das mache ich.
Ich glaube, das ist ganz cool. Wenn Tim Cook das auch kauft, dann werde ich mir das auch. Tim Cook. Der Nego braucht das auf jeden Fall. Ey. Aber du hast noch dabei so ein Dingen, so ein. Wie in der Badewanne, hast ja auch so einen du kannst den Duschkopf ja oben nicht abnehmen, aber du hast noch so ein mobiles Teil dabei. Ich glaube, das ist auch das, was von der Seite sprüht. Ja, ich ja, glaube, das bei ist dem es, ja. kannst du, glaube ich, auch wechseln dann vielleicht. Wird ja Sinn machen, oder? Wand Flow Control. The ergonomic designed wand flow control allows you to adjust the flow from full blast to. Dann geht das doch. Ja, aber nur bei dem klar, aber das ist ja gut. Perfekt. Das ist ja auch gut, das ja, ich glaube, ich kauf das. Ehrlich, ich glaube, ich finde das nicht doof. Das wäre mal wieder was, cool. was ich seit langer Zeit mal wieder hier unterstützen würde. Ja, wenn Tim Cook das hat, ne? Wenn Tim Cook das hat. So, komm, wir halten uns zu lang mit Cox auf, wir gehen ein Projekt weiter. Ja. Wer von euch fährt Longboard? Baseball. Ich nicht. Geil. Das sind Nico, was ist eigentlich? Nein, das sind jetzt. Guck das Video. Nein, Tim. Das sind endlich Ultra-Longboards. Wisst ihr, es gibt ja nichts Praktischeres, als wenn man in der Bahn ist und Co. auch nicht nur einen Platz wegzunehmen, wenn man sein Longboard hochstellt, sondern quasi die ganze Bahn zu blockieren. Ja. Man kennt das Problem ja sonst. Und mit diesem Ultra-Longboard, was dieser Papa da gemacht hat und was total sicher aussieht, so mit ein paar Schweißnähten und so weiter, ja. Kann man endlich. Wie lang ist das wohl? Das werden wir uns gleich mal angucken und so weiter. Das ist fast so groß wie der Typ. Also irgendwie 1,60 oder so? 1,40? Wie wird das? 1,40? 50 wird das schon lang sein. Ich guck mal kurz. Das sieht doch auch nur cool aus, wenn man geradeaus fährt. Oder das ist doch meistens mit langen Fahrzeugen immer so, ja, yeah, das sieht voll geil aus, wenn man geradeaus fährt, aber wehe, du fährst eine Kurve oder so. Dann wird's doch unpraktisch, oder nicht? Wie Hölle. Das ist auch immer gut, wenn Kickstarter-Videos professionell produziert sind. Ja, ich finde das super gut produziert, oder? Ja. Hätte Tim Cook nicht besser gekommen. Erfindungen, die auch Tim Cook gefallen würden. Ja, ja. Ja, es ist halt ein Ultra. Oh Gott, das kann ich mir nicht angucken. Ich muss auch gerade mal sagen, dass das Longboard echt scheiße aussieht, ne? Also bei 2 Minuten 50 fängt er an zu fahren, tatsächlich. Ja, aber ich glaube, dass er noch gute Chancen hat. Ich meine, das läuft noch 26 Tage. Er hat schon 0 Unterstützer und 0 Dollar gesammelt. Läuft das ist eine ganze Menge, ne? Eine das ganze ist Menge ganz viel. Das ist mehr als Early Boy im Monat durch YouTube verdient, der arme kleine Kerl. Hä, was, wie? Der hört nicht zu. Der hört nicht mehr okay. zu. Kickstarter, Schnickschnack, Nico und Klüm. Die macht nicht mit. Klüm. Der gute Mann hat übrigens 10 Jahre Taxi gefahren. Das heißt, er weiß hundertprozentig, warum man Ultralongboards braucht. Weißt du, was ich mir gerade frage? Na? Wenn du so daneben stehst und dann kickst du das Skateboard, also wenn du Skateboard hast, das ja manchmal so mit dem Fuß hoch, dass es hochkommt, ne? Wenn du das bei dem Ding machst, kriegst du voll in die Fresse, genau. Wird's voll cool aussehen, weißt du, die Mädels bei einem unten, hey, girl. Ja, schön. Ja, so stelle ich mir den einfach vor. Weißt du, einerseits, die Erfindung ist, also erstmal ist sie Quatsch, weil ich glaube, die ist doch unglaublich unpraktisch und so weiter. Ich finde auch gut, dass er zwei Sachen hat, die du machen kannst. Du kannst $25, dann kommst du in die Hall of Fame und für $1,000 kriegst du, glaube ich, kriegst du dann ein Board. Ja. Stimmt, Dead Note ist ja richtig schlecht. Aber ich habe immer so Mitleid mit Leuten, die so Ideen haben und Träume haben und die auf Kickstarter hauen und kein einziger spendet. Nico, du kannst ja jetzt der Samariter sein und $1 spenden. Wir spenden alle $1, die Idee finde ich gut. Ich habe leider. Aber nachher wird das finanziert und dann ist mein Dollar weg. Oh, scheiße. Denk doch mal so weit nach, Mann. Ja, nee, dann nicht. Ja. Dann gehen wir zum nächsten. Ja, ich, also mit Leid. Außer Early hat noch was Großes zu sagen zu dem. Der ist bisher so still, das ist ja ungewohnt. Was habe ich denn? Ja, das Problem ist gerade ein wenig Chaos, deswegen. Und ich muss einen Kater festhalten. Das ist ein wenig was schwer. Du hast immer Probleme mit deiner Pussy. Das geht mir tierisch auf den Sack. Ja, geht ein bisschen schlecht. So komme ich nicht auf die Push-to-Talk-Taste. Hallo, bleibst du mal hier. Die Push-to-Talk-Taste? Versteht ihr? Verstehst du, Early? Push-to-Talk? Early? Was? Das ist unfassbar. So, komm, Early, hier ist was für dich, damit du mal auf Touren kommst. Der Mood, ein multivibrating und selbstverständlich Open Source Dildo. Weil alles, was Open Source ist, ist besser. Genau. Okay. Early, wie oft hast du das Problem, dass du ein Dildo hast und denkst, Mensch, den würde ich aber gerne mal selbst programmieren können? Jeden Tag. Ja. Das Problem, deine Probleme wurden erhört. Denn es gibt endlich den Mood und so weiter. Das, was da dran ist, sieht aus wie ein Nunchuck von der Wii. Ja, ne? Ja. Das ist bestimmt auch ein Nunchuck von der Wii, oder? Da kannst du den so da drin hin und her bewegen, oder wie? Nein! Den kann man bewegen vorne? Warte mal kurz. Da bin ich jetzt aber mal gespannt. Das war doch eine Frage.
Weiß ich nicht. Dann erklärt sich das auch, warum das so aus. Dann finde ich es sinnvoll. Nein. Ich guck mir ja gerade das Video an und so weiter. Great Vibrator. Ich muss mir jetzt erstmal das Video in Ruhe angucken. So, erstmal ist die Form, das müssen leider die Weiblichen zu sehr in irgendeiner Weise beurteilen. Mu ist leider nicht gerade dabei, ob diese Form sinnvoll ist oder nicht. Ja, was denn? Ich kann das nicht. Ich möchte jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen. Aber mein Penis hat nicht solche Wellen. Ja, mein Penis ist auch nicht Open Source eigentlich. Meiner ist leider schon mal unter das Auto gegangen, deswegen sieht er auch schon. Meiner ist sehr Open Source. Oh, es gibt bei 1,40 schöne. Ja, ich guck das hier ordentlich an. Also erstmal ist er natürlich schön elastisch, klar. So, hat überall kleine Motoren drin und vibriert auch ordentlich. Aber ich habe immer noch nicht verstanden, was man mit Plattform, das ist so geil. Aber ich habe immer noch nicht verstanden, was man mit dem Stick macht. Also alle Motoren vibrieren ordentlich, das ist ja okay. Ich find's immer sehr ungewöhnlich. Alter, wie die Platine. Was ist das denn für eine Grafik? Ich find's immer sehr. Pass auf. Ja. Ich behaupte, ich baue jetzt eine große These auf. Ah, hat einen USB-Slot unten dran. Meine These ist, dass an einem Dildo immer auch eine Frau mitarbeiten sollte. Und ich sehe nur Männer hier. Ja. Nee. Da kann ich dich jetzt schon mal beruhigen. Also kommt noch eine Frau. Ja, aber das ist wirklich ein Nunchuck. Das ist halt wirklich ein Nunchuck. Das ist ein Nunchuck. Was zum Fick machen die da? Was zum Fick, haha. So, und den können die dann hier, sieht man, wie er programmiert wird und Co. Und dann gibt's dafür wohl eine extra Plattform. Hast du gerade gesehen, wie die Platine heißt? Ja. Wie heißt die denn? Super, oder? Dilduino. Ah, da ist ja eine Frau. Die hat das bestimmt auch, die ist bestimmt auch Produkttesterin. So. Ja, was nach der Frau kommt, das, die zeigen alles, was die so gemacht haben. Dann schüttel ich einfach nur im Kopf. Bitte, das ist doch wichtig. Ja, guck mal. Ach du Scheiße. Verstehe nur nicht, was sie da machen. aber kann man mit. Aber das Ding vorne kann man. Das hat keinen. Ich sag mal ganz blöd, keinen Schwenkkopf vorne. Das kann man nicht mit einem Nunchuck steuern. Das ist nur so die Vibration, die du steuerst. Das ist nur die Vibration, ja. Okay, ja, das ist dann die Vibrations, okay. Ja, aber du kannst damit Sachen abgreifen, wie nah bist du deinem Partner. Und je näher du bist, desto stärker vibriert das Ding. Sehe ich das gerade richtig? Oder die Banane. Ja, das heißt, das nach Musik. Ja. Das Musik an. Das gab's aber schon. Das gab's schon für den Dreamcast. Das gab's für Res. Gab's den Vibrationscontroller für Frauen, die Res gerne spielen wollten, von Sega damals. Da hast du so einen Vibrator zwischen deine Beine gelegt. Direkt an der Mumu oder an der Fufu, je nachdem, wo du es gerne hattest. An der Mumu. Seid auch und dann hast du auf jeden Fall gespannt, ey. Und dann hast du, könnt ihr mal suchen, Res Vibration Controller und so weiter. Denn wenn man gespielt hat und es war so ein Rhythmusspiel und immer wenn man gut war, wurde doller vibriert und so weiter. Das gab's schon. Das ist nichts Neues. Hat es irgendwie nicht auf den europäischen Markt geschafft. Ich wundere mich, warum. Was sag mal, haben die? Gott verdammt, bei vier okay. Minuten noch, was? Okay, aber jetzt darf ich mal eine Frage stellen, jetzt trotzdem. Mhm. Warum genau brauche ich denn einen Open-Source-Vibrator? Weil als Frau von heute bist du natürlich sehr begabt, was Internet und Programmierung angeht. Und dann kannst du mit anderen Frauen aus deiner Umgebung einfach Dildo-Programme tauschen. Und sagen, das heißt, ich kann den ja auch theoretisch den vibrieren lassen, wenn zum Beispiel meine Bahn kommt. Dann müsste ich den zwar die ganze Zeit quasi eingesteckt haben, aber ich verstehe nicht. Vielleicht ist das auch so eine andere Art von Wearable, ja? Du kriegst einfach Nachrichten. Ach, sind wir schon so weit? Ja. Das heißt, wenn du angerufen wirst, dann merkst du, oh ja, schön. Der vibriert nicht mehr das Handy. Sondern du vibrierst einfach durch die Bahn. Das würde ich fast schon wieder cool finden, muss ich dann zugeben. Würde ich kaufen. Nee, ich nicht. Das kannst du gerne kaufen, Early, aber nee. Ach, Early kauft alles grundsätzlich. Ja, das ist doch das ist eine schöne kleine Film. Was soll denn dieses kleine Ding kosten? 190. Ja, ganz ehrlich, da würde ich mir aktuell, glaube ich, lieber eine Smartwatch kaufen, anstatt ein Smart Dildo. Der Vergleich hing. Aber wie wär's, wenn du dir statt ein Smart Dildo das nächste Projekt holst, nämlich ein Smart Halo? Denn damit kannst du dein Fahrrad in ein Smart Bike verwandeln. Smart Bikes werden immer beliebter. Ja, genau. So, was jetzt, wie, wo, was? Nächstes Projekt. Es geht jetzt um Smart Bikes. Ich finde Smart Bikes sau interessant eigentlich. Kann man damit auf Fernsehen? Nein. Oh. Wir hatten vor. Kann man damit Internet? Ja, nein. Wir hatten vor zwei, drei Wochen ein Accessory dabei, was so immer, das hast du in die Lenker reingepackt. Mhm. Und dann hat er zum Beispiel links am Lenker vibriert oder rechts am Lenker vibriert, wenn du die nächste links abbiegen solltest. Das war ein Navi quasi. Und hat dann zweimal vibriert, wenn er sagte, die zweite links oder die zweite rechts. Verstehst du? Also auch das hier wird nicht optisch funktionieren, glaube ich, groß. Und schon leuchtet das Ding auf. Sondern ich glaube vor allem über Vibration und Co., weil es ist ja eigentlich wichtig, dass du immer weißt, was vorne so passiert. Ist ja kacke, wenn du nach oben guckst irgendwie. Ja. Deswegen.
So, und das Ding ist auch, wie gesagt, kannst du an jedes Fahrrad klemmen und leuchtet auf jeden Fall schon mal ganz cool. Wird bestimmt auch, also ich sag dir, das lasse ich in Berlin irgendwie 2 Stunden am Fahrrad stehen und dann ist es auch geklaut. Aber mit dem Fahrrad. Das heißt, mit dem Fahrrad. Oder der Klassiker, den hinteren Reifen haben die Drecksäcke da gelassen. Ja. Schweinehunde. Genau, hier zeigen sie so ein bisschen. Ich weiß noch nicht genau, was es jetzt ist. Also wofür jetzt? Vielleicht verrät uns das Video. Auch Navi oder? Nee, nicht nur. Also du kannst auch Sachen dafür programmieren, aber sie zeigen gerade so ein bisschen die Navi-Idee. Der leuchtet ja, halt links und rechts auf. Ne? Leuchtet halt auf, wenn du irgendwo abbiegen sollst und wann. Jetzt zeigen sie Navigation, das ist doch ganz gut. So, warten wir mal ganz kurz. Er labert noch ein bisschen hier über Dingsens, genau. Also klar ist, ohne Smartphone funktioniert das selbstverständlich nicht. Ist klar, aber das hat ja eh jeder von uns immer dabei. Das spielt also dementsprechend auch keine Rolle. Mhm. Und auch das sagt dir halt, wann du abbiegen sollst. Siehst du das? So mit grün sagt er dir jetzt, hey, jetzt abbiegen. Das heißt, der Kreis rechts läuft langsam zu, wie beim Autonavi. Und wenn er zu ist, heißt es jetzt abbiegen quasi. Ja, das ist so geil. Das ist eigentlich ganz cool gemacht. Ah, dann kannst du auch so schräg links abbiegen, zeigt er auch an. Und ja. Turning zeigt er quasi auch an. Quasi 45 Grad kann er ordentlich. Und hat einen GPS-Tracker noch wohl mit drin. Aber das ist, glaube ich, eh egal, weil das hat ein Handy auch. Ja, eben. Ein Fitness-Tracker-Gedöns hat er alles auch so mit drin. Das ist cool. So, dass ja, du Ziele, heutzutage hat ja alles einen Fitness-Tracker. Wundert mich, warum der Open Source das nicht hatte. Der Dildo, meinst du? Hm? Der kein Fitness-Tracker hat. Die haben ein Wochenziel erreicht. Das wäre die Idee, Leute. Lass noch von 2 Stunden. Noch 2 Stunden Befriedigung. Sehr gut. So, ein kleines Licht hat er wohl auch noch vorne drin. Smart oh, ja? Nightlight. Ob das so wirklich stark ist, sei mal dahingestellt. Nee, aber smart muss es ja sein. Ja, das geht halt selbst an, wollen die damit sagen, wenn es dunkel wird oder was? Ja, oder so, denke ich mal. Personal Assistant. Ah, dann kannst du mitten auf der Straße anhalten. Sehr gut. Na gut, er sagt halt, wenn du einen Anruf bekommst, ne, ist ja eine normale, ist jetzt auch nichts Außergewöhnliches. Hm? Halt, ne? Aber es ist halt eigentlich ganz cool gemacht, finde ich. Die Quizfrage ist ja, also Geld haben sie schon genug gesammelt, $212,000 haben sie, ja. Kanadische Dollar, 67.000 wollten sie, aber was kostet das Ding, ne? Das ist, finde ich, immer so die Quizfrage. Und es kostet, na, Super Early Bird 105, Normal Early Bird 118 und ganz normal 131, 149 soll es Retail später da kosten. Finde ich okay, wenn es gut funktioniert. Aber was sind das für ökologische Preise? Ich finde das immer noch ein bisschen zu viel, weil es ist halt einfach nur ein Teil mit ein paar Lampen. Und was im Kern ja auch nur abgreift, ne, über Bluetooth. Ja, mehr ist es ja nicht. Und dafür so viel Geld zu verlangen, finde ich schon ein bisschen happig. Aber ich glaube, Smartbikes werden, also... Oh, das hat einen Diebstahlschutz. Ach, echt? Ja, wenn du da drin zu lang wackelst, dann füllt sich die Leiste rot. Und wenn du ganz lang dran wackelst, dann ist sie komplett rot und dann piept. Das heißt, man kann einfach so lang wackeln, bis bevor es rot wird und sagt dann jetzt nicht mehr und hört dann auf? Ja. Keine Ahnung. Warte mal, Battery Life sagen jetzt. 3 Wochen, ja, das ist ja... Ja, das ist auch, finde ich, ganz wichtig, dass es ordentlich hält und so weiter. Aber wie gesagt, es macht ja auch nicht viel. Ja, ich finde es schon ein bisschen teuer, muss ich ehrlich sagen. So, für das, was es kann, finde ich es schon ein bisschen teuer. Ja gut, aber du kannst es auch verlangen, weil es sowas vielleicht noch nicht groß gibt. Aber, ja, also wie gesagt, 130, also die Preise sind so komisch, weil kanadische Dollar zu US-Dollar, diese Umrechnungskacke, deswegen glaube ich, ist das so komisch. Ja. Ich finde es aber ganz cool und ich bleibe auch dabei, Smartbikes werden so die Zukunft werden, glaube ich. Das wird so, irgendwann glaub werden alle... Das wird funktionieren. Vor allem sind Fahrräder eh eher Zukunft. Das klingt immer doof, aber Fahrrad ist mehr Zukunft als Auto derzeit. Das ganze Verkehrssystem wird ja eh drauf ausgelegt, auf den ganzen öffentlichen Verkehrsmitteln und Fahrräder und bla. Guck dir Holland an. Was ich aber cool finde bei den Smartbikes, es gibt ja auch so Smartbikes, die haben Blinker und so was auch noch mit integriert. Das finde ich dann wieder besser, als einfach nur so ein Ding, was dir... Ich brauche eins mit Hupe, wenn die Oma vor mir irgendwie mich nicht durchlässt. Und die arme Frau irgendwie... Aber nicht Windows Phone, ne? Ja, das dieses hier. Das war keine Frage. Hat dieses, glaube ich, noch nicht zufällig weiß. Aber lustigerweise funktionieren sie meistens trotzdem mit Windows Phone oder es kommt bald. Also ist ja technisch, ist es auch nur eine Navi-Übertragung über Bluetooth. Ja. Oder die ganzen anderen. Es gibt ja nicht nur Navi, du kannst ja auch andere Sachen machen, ne? Wenn du ein bisschen weiter runter scrollst. Ich denke mal, diese App gibt's auf jeden Fall nicht dafür. Was ist denn jetzt schon wieder los? Gleich am Ende, ich habe noch was zu dem The Mood gefunden. Da können wir gleich nochmal zukommen, denn das waren eigentlich schon alle 4 wunderbaren Projekte, die wir hier hatten. Und jetzt kommt ja die Quizfrage eigentlich immer. Hier, fangen wir mal mit Early an. Hey, Mut. Denk. Okay, gut. Ich frag auch gar nicht weiter nach. Ich bin einfach gegen Scheiße. Ich hätte so viele Ideen. Oh.
Das da freut mich. Angst vor Early. Ja, ich will das auch gar nicht nachfragen. Nee. Ich würde mir einfach so 1000 Stück davon kaufen, würde so eine Armee basteln, so die so ein kleiner Roboter, der dann über die Straße krabbelt oder Early Stildo Armee, Alter. Ja, so ein schlechter Horrorfilm. Die Frau wacht morgens auf, ne, und dann fängt man plötzlich 200.000 Dildos bei ihr vor der Tür, die alle so krabbeln. Wer kennt das nicht? Ich klebe alle an die Decke, mache hier noch LEDs rein, lass sie leuchten und dann wackeln die ganze Zeit so hin und her. Oh, jetzt. Ich hab Idee, du. Ja. Okay. Nein. Aber pass auf, was ich noch erzählen wollte. Du musst mal gucken. Ganz unten, der unterste, $40.000 wollen die haben. Dann kriegst du nämlich Sexy Skytime. Bei dieser Sexy Skytime kriegst du vier Stück von den Dingern und darfst die dann mit deinen Freunden zusammen ausprobieren in einem Privatchat oben in der Luft. Aha, so im Flugzeug oder was? Ja, für 40.000. Geil, da kommt mein Andy in den Miles High Club. Da wollte ich eh mal rein. Ich finde die Idee cool. Alter. Na, immerhin. Ja, gut. Lieferdatum Mai 2015, ist aber ein bisschen her schon, ne? Ja. Da hat sich vielleicht jemand am Datum verkackt. August 2015. Hast du überhaupt gesagt, was er sich hochkauft? Nee, das wollte ich jetzt fragen. Klim, wenn du jetzt ein Projekt aber unterstützen müsstest, mit deinem eigenen Geld wohlgemerkt, aber du müsstest eins wählen, welches wär's? Aber es ist dein eigenes Geld. Also nicht einfach so aussuchen. Eigentlich super einfach, weil es die Dusche. Weil alles andere finde ich eher so meh. Und die Dusche finde ich dann schon interessant. Und die kann ja auch dann Geld sparen wiederum, ne? Das sagst du aber auch nur, weil Tim Cock die mitgekauft hat, ne? Sonst hätte ich schon, wenn der die nicht finanziert hätte, der mitfinanziert hätte, hättest du niemals das Ja Tim gesagt. Cock, der Cock war schon das Totschlagargument für mich quasi. Das war der härteste Argument dagegen. Ja. Oh Gott, das der Cock hat ihn halt einfach umgehauen. Der Cock hat mich einfach weggeschleppt. Das ist tatsächlich. Ja, die Frage auch an euch im Kommentarbereich, welches Projekt würdet ihr unterstützen und warum? Schreibt es unten rein. Was ist denn mit dir? Ach, ich? Ja, stimmt. Ja. Ich nehme auch die Dusche. Das stellt sich ja eigentlich gar nicht die Frage. Ist eigentlich so sinnvoll, ich nehme auch drin. Die Dusche. Nee, ach, du hast den Dildo genommen. Du bleibst jetzt mit dem Dildo vereint, mein Dildo, Freund. So, gibt's nicht, ey. Glaub, so Dildo-Boy nimmt das Graut Genital. Vor den Thumbnail. Und wir nehmen den Cock. Und wir nehmen den Cock. So, herzlichen Dank fürs Zusehen. Endlich kommst du mal aus dir raus. Das hat ja auch lange gedauert hier. Ja, so. Das ist immer ein bisschen Chaos. Er hatte noch die Pussy. Das war Puss. Herzlichen Dank fürs Zusehen. Guckt auf jeden Fall mal beim Klimmi vorbei. Nicht nur wegen den ganzen Beta-Keys, sondern auch, weil der schöne Videos macht. Was hast du gerade als aktuelles Projekt, Klimm? So, du hast jetzt Werbungszeit. Ich habe tatsächlich zwei, aber mein interessantestes ist wohl Let's Make a Game with Unity, wo ich ein Spiel in Unity programmiere mit meiner Community. Das mögen unsere Leute eigentlich ganz gerne. Das haben sie mit Christian auch teilweise immer so mitgemacht. Community. Vielleicht kriege ich Christian auch mal dazu, dass er bei mir mitmacht. Das wäre auch. Heißt das Projekt Community? Nein, es heißt tatsächlich Let's Make a Game with Unity. Und das Spiel heißt dann Klim Unity Projekt. Ja. Gut. Und bald Japan, würde ich sagen, ne? Ja, yeah. Und wenn ihr beim Early Boy noch vorbeigucken wollt, dann könnt ihr das natürlich auch tun. Warum auch nicht? Der hat gerade Black Ops, glaube ich, gespielt gehabt. Und ganz viele Videos mit dem komischen Typen hier. Und Christian, sag ich schon, Early hat Black Ops mäßig, ich habe mir das Video angeguckt, ne? So viel muss ich jetzt noch sagen, bevor wir diesen Part beenden, ne? Ich finde ja schön, dass du Leute abschießt in Black Ops, aber ihr habt Uplink gespielt, da ging es darum, den Ball ins Tor zu hauen, ne? Und dieser Mann hat. Nein! Und dieser Mann hat, ne, so gesagt, wir verlieren. Und hat ein einziges Mal den Ball in der Hand gehabt, in kompletten Team. Ansonsten ist er immer weggelaufen vom Ball, da hat nur Leute abgespielt. Der hat Team Deathmatch in Uplink gespielt. Solche Leute hasse ich wie die Pest, die nicht das Objective spielen. Ja. Pam gegeben. So. Ich hab das Objective gespielt, aber ich. Du hast nichts gespielt. Weißt du was? Das Video, was morgen kommt, und das, was übermorgen kommt, hab ich hier den besten Score erreicht. Herzlichen Dank fürs Zusehen, wir sind raus. Tschüss!